Hallo, heute besprechen wir das Thema Längenwehr-Isotherme. Dazu besprechen wir die Aufgaben 53 und 52 vom Konzepttest. Aufgabe 52. Welche Aussage stimmt bezüglich der Adsorption? A. Der Quotient aus Stoffmenge des Adsorbats und Masse des Adsorbents heißt Oberflächenkonzentration. B. Der Quotient aus Masse des Adsorbats und Masse des Adsorbents heißt Beladung. C. Bei sonst gleichen Bedingungen nimmt die adsorbierte Menge mit steigender Temperatur zu. D. Adsorption und Desorption sind im Gleichgewicht gleich schnell. Konzepttest Nummer 53. Welche Auftragung wird zur Auswertung einer Isotherme gewählt? A. LNA gegen LNC. B. 1 durch A gegen 1 durch C. C. LNA gegen C und D. LNA gegen 1 durch C. Allgemeine Information. Definition Adsorptionsisotherme. Dies beschreibt das Gleichgewicht zwischen Adsorption, womit das Anhaften der Moleküle von Gasen oder gelösten Stoffen an einer Feststoffoberfläche bezeichnet wird, und Desorption. Dies bezeichnet den Vorgang, bei dem Atome oder das Molekül die Oberfläche eines Festkörpers verlassen. Der Prozess ist ein Phasengleichgewicht. Adsorption und Desorption sind somit gleich schnell im Gleichgewicht. Adsorptionsisotherme stellen die an der Oberfläche gebundenen Stoffe, dies wird Sorbat genannt, in Abhängigkeit von der in der Gasphase bzw. der Lösung befindlichen Stoffmenge dar. Allgemeine Information. Adsorbat besteht aus Adsorbt und Adsorbenz. Das Adsorbt besteht aus bereits adsorbierten Teilchen. Adsorbenz ist der adsorbierende Feststoff. Die Beladung ist der Quotient aus Adsorbatmasse und Adsorbenzmasse. Weitere allgemeine Informationen. Die Oberflächenkonzentration ist der Quotient aus Adsorbat, Stoffmenge und Adsorbenzmasse. Die Geschwindigkeit der Adsorption ist proportional. Mit steigender Temperatur nimmt die Adsorption ab. Theorie zu den Langmuir-Isothermen. Die Adsorptionsgeschwindigkeit nimmt mit steigender Belegung der Oberfläche ab. Dies liegt daran, dass die Fläche voll belegt ist und somit die Moleküle nicht genügend Platz zur Adsorption finden. Flächen können nur durch Desorption wieder frei werden. Langmuir-Irving ist der Erste, der diese Theorie in einer Gleichung formulierte. Gleichungen, die bei steigender Konzentration das Adsorptionsverhalten bis zur Ausbildung einer vollständigen Oberflächenbelegung beschreiben. Allgemeine Informationen zu den Längenwehr-Isothermen. Diese wurden nach dem US-amerikanischen Chemiker und Physiker Irving Längenwehr benannt. Dieser ist am 31. Januar 1881 geboren und am 16. August 1957 verstorben. Er erhielt 1932 den Nobelpreis. Aufgrund der zuvor gemachten Aussagen kann man sagen, dass Antwort A, B und D zutreffen. Aussage C ist leider nicht richtig. Nun kommen wir zur Konzepttestfrage 53. Welche Auftragung wird zur Auswertung einer Isotherme gewählt? Nun kommen wir zu der Beantwortung des Konzepttests Nummer 53. Die Langmuir-Isotherme beschreibt die Adsorption bei einer beschränkten Anzahl gleichartiger Adsorptionsplätze und besitzt die Form A ist gleich A unendlich mal C durch C plus K. A ist gleich die Oberflächenkonzentration in Mol durch Gramm. A unendlich ist die Oberflächenkonzentration bei einer Sättigung A unendlich in Mol durch Gramm. C ist die Adsorptivkonzentration in Mol durch Liter. Und K ist die Langmuir-Konstante in Mol durch Liter. Die adsorbierte Stoffmenge steigt proportional zur Konzentration C. Besonderheiten sind, grafisch aufgetragen ergibt sich eine konkav gekrümmte Kurve, die einem Sättigungswert zustrebt. In dieser Auftragung ist die Kurve schlecht auszuwerten. Das bedeutet, K und A unendlich sind schwierig zu ermitteln. 1 zeigt den proportionalen Anstieg zwischen Adsorption und Konzentration und 2 zeigt die maximale Sättigung an, die erreicht wurde,
Trotz steigender Konzentration bleibt somit die adsorbierte Stoffmenge konstant. Da dies schwer auszuwerten ist, wählt man eine mathematische Umformung der ursprünglichen Langmuir-Gleichung, die zu einer Geraden führt. Eine Gerade lässt sich grafisch einfacher auswerten. Der Achsenabschnitt und die Steigung lassen sich einfacher bestimmen. Wenn man die Langmuir-Gleichung invertiert, also rechts und links den Kehrwert bildet, erhält man 1 durch a ist gleich 1 durch a unendlich plus k durch a unendlich mal 1 durch a. Dies entspricht einer Geradengleichung, wenn man 1 durch a auf der Ordinate, also der y-Achse, gegen 1 durch c als Abszisse, also der x-Achse, aufträgt. Der Achsenabschnitt dieser doppelt inversen Auftragung entspricht 1 durch a unendlich. Die Steigung ist k durch a unendlich. Somit ist beim Konzepttest Antwort B korrekt. Die doppelt inverse Auftragung findet man auch zum Beispiel bei der Enzymkinetik nach Michaelis Menten. Dort heißt diese Auftragung den Lineweaver-Burk-Auswertung. Die restlichen Antworten sind ebenfalls Auftragungen, die in der physikalischen Chemie verwendet werden. LNA gegen LNC, also Antwort A, wird zur Linearisierung der Freundlich-Isotherme genutzt. LNC gegen T, Antwort C, wird zur Linearisierung des Geschwindigkeitsgesetzes einer Reaktion erster Ordnung genutzt. LNA gegen 1 durch T, also Antwort D, wird zur Linearisierung der Arrhenius-Gleichung genutzt.